Herr Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den deutschen Kinos läuft zurzeit der Film Die dunkelste Stunde über den englischen Kriegspremier Winston Churchill. Es ist ein Lehrfilm über die Kraft des Wortes in einer fast ausweglosen Situation, als England sich mit fast leeren Händen und eben leidenschaftlichen Worten verteidigen musste. Nun liegt es mir fern, die Frau Bundeskanzlerin mit dem wortgewaltigen Winston Churchill vergleichen zu wollen. Aber ein bisschen mehr Pathos, ein bisschen mehr Tiefgang oder auch das, was Helmut Schmidt mal kritisch Vision genannt hat, das würde ich und hätte ich mir schon gewünscht, lieber Herr Lindner. Denn Sie behaupten ja wieder, eine gespaltene Gesellschaft versöhnen zu wollen, auch mit der Kraft der Ansprache. Die nicht mehr ganz so große Koalition, sozusagen als Schmiermittel zur Integration der täglich Neuankommenden in die Gemeinschaft der schon länger hier Lebenden. Von Deutschen, Frau Bundeskanzlerin, war bei Ihnen schon lange nicht mehr die Rede und im geschriebenen Text habe ich es nicht gefunden. Aber Sie haben das erste Mal wieder von Deutschen gesprochen. Das ist der Erfolg der AfD. Ja, ich weiß, einmal in der Legislaturperiode schwören Sie einen Eid und der gemahnt Sie an die Verpflichtung, Schaden vom deutschen Volk fernzuhalten. Dass Sie das aus unserer Sicht nicht tun, belegen die Koalitionsverhandlungen. Die Masseneinwanderung, Frau Bundeskanzlerin, geht ungebremst weiter. Eine Obergrenze, gefordert einmal von Ihrem Innenminister, gibt es nicht. Und allein der Zufall und die Wetterkonditionen auf dem Mittelmeer entscheiden über die Zahl der Neuankömmlinge. Herrschaft des Unrechts hat Ihr Innenminister das einmal genannt und wird darin von einem deutschen Obergericht, dem Oberlandesgericht Koblenz, bestätigt, dass in seiner Urteilsbegründung vom 14.02.2017 die bemerkenswerten Sätze schrieb, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, zwar hat sich der Betroffene durch seine unerlaubte Einreise in die Bundesrepublik strafbar gemacht, die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik ist in diesem Bereich jedoch seit rund 1,5 Jahren außer Kraft gesetzt und die illegale Einreise in die Bundesrepublik wird momentan de facto nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, Rechtsbruch als Dauerzustand und kein Ende abzusehen. Und wenn ich mir Ihren Koalitionsvertrag anschaue und die Leidenschaft mir vor Augen führe, mit denen erstaunlicherweise besonders Sozialdemokraten den Familiennachzug subsidiär geschützter, also von Menschen, die kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hier haben, durchgesetzt haben, 1.000 pro Monat und Härtefälle obenauf, frage ich mich, welche Verkäuferin in Dresden oder welcher Bandarbeiter in Wolfsburg daran auch nur das geringste Interesse nimmt. Aber Sie müssen ja wissen, für wen Sie Politik machen. Weder im Wahlkampf, noch im Koalitionsvertrag, noch in der Regierungserklärung spielen Attentäter, Messermorde und Vergewaltigungen eine Rolle. Auch nicht die Tatsache, dass die Kriminalitätsrate unter Migranten erheblich höher ist als unter Einheimischen. Auch nicht die aberwitzigen Kosten, die kommen gar nicht vor, der illegalen Zuwanderung in Höhe von 50 Milliarden jährlich, die das Institut der deutschen Wirtschaft berechnet hat. In dem Land, in dem Sie gut und gerne leben, Frau Bundeskanzlerin, bekommt ein Syrer mit 2 Ehefrauen und 6 Kindern in Pinneberg ein ganzes Haus und üppige Sozialleistungen geschenkt, während immer mehr Deutsche obdachlos werden. Allein hier in Berlin gibt es 6.000 davon. Und immer mehr Rentner verarmt sind und an Lebensmitteltafeln essen müssen. Und wenn das dann nicht zusammengeht, müssen sich die freiwilligen Helfer der Tafeln auch noch beschimpfen lassen, wie kürzlich in Essen.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, die Gesellschaft zerfällt. Sie selbst haben im Fernsehen vor No-Go-Areas gewarnt. Sie haben gesagt, ich zitiere Sie, solche Räume gibt es und das muss man auch beim Namen nennen und man muss etwas dagegen tun. Wer bitte schön ist Mann, Frau Bundeskanzlerin? Die Folgen Ihrer Politik der offenen Grenzen holen Sie aber nicht nur in der Innenpolitik ein. Denn niemand in Europa will die Folgen dieser Politik tragen. Zu Recht sagen die Polen, Ungarn, Slowaken, Tschechen, wenn Frau Merkel Menschen nach Deutschland holt, geht uns das nichts an. Wir haben die Einladung nicht ausgesprochen. Und Recht haben diese Völker und ihre Staatsmänner. Das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes umfasst natürlich auch das Recht zu bestimmen, mit wem ich zusammenleben will und wen ich in meine Gemeinschaft aufnehme. Es gibt keine Pflicht zu Vielfalt und Buntheit. Es gibt auch keine Pflicht, meinen Staatsraum mit fremden Menschen zu teilen. Indem Sie immer von Neuem den Versuch machen, Frau Bundeskanzlerin, die Fehler Ihrer Politik anderen aufzubürden, spalten Sie Europa. Herrn Tusk haben Sie auf diesem Wege schon verloren. Andere werden folgen. Das ruiniert aber schon im Ansatz Ihren Anspruch, die Europäer zusammenzuführen. Und da nichts umsonst ist in der Welt staatlicher Interessen, müssen Sie jetzt Herrn Macron weit entgegenkommen. Mit allen möglichen finanzpolitischen Unverdaulichkeiten, die am Ende auf eine Transferunion mit neuen deutschen Lasten hinauslaufen. Sie haben sich, Frau Bundeskanzlerin, in Europa mit Ihrer Flüchtlingspolitik so weit isoliert, dass Sie dankbar sein müssen, wenn der französische Präsident Ihre finanziellen Opfer huldvoll entgegennimmt. Deutschen Interessen, meine Damen und Herren, dient das schon lange nicht mehr. Aber wir folgen ja auch nicht deutschem Interesse, sondern einem imaginären europäischen, wer immer das auch definiert. Und so kann man die Bundeskanzlerin und ihren neuen Außenminister nur an eine Warnung, ja, lachen Sie jetzt gleich, Otto von Bismarck erinnern, der einmal feststellte, ich habe das Wort Europa immer im Munde derjenigen Politiker gefunden, die von anderen Mächten etwas verlangten, das sie im eigenen Namen nicht zu fordern wagten. Vielleicht fragen Sie mal Ihren Kollegen, den Präsidenten Macron, nach diesem Zitat. Meine Damen und Herren, auch wenn Sie das anders sehen, es hat sich in der Außenpolitik eben nicht so viel geändert seit den Tagen Bismarcks. Und deswegen kann man das wohl sehr gut daran erinnern. Danke. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der SPD, Andrea Nahles.